So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Heute ist Freitag und der letzte Handelstag in dieser Woche, in der sehr bullischen Woche. Die Indizes kannten eigentlich nur eine Richtung und die war aufwärts gerichtet. Kommen wir zunächst zum Hang Seng und zum Nikkei-Index. Beim Hang Seng, wie erwähnt, war hier das Verkaufslimit oder der Kurszielbereich schon vor ein, zwei Tagen erreicht worden, dann würde hier eigentlich eher auf fallende Kurse zwar nicht short gesetzt, sondern hier wieder ein Einstieg zu finden. Und jetzt hat er tatsächlich dann das komplette Kursziel hier an den Pfeilspitzen erreicht. Und ja, das könnte jetzt hier wirklich dann so eine Trendwendekerze sein. Aber eben Vorsicht, ist auf jeden Fall geboten für weitere Longs. Aber man ist ja hier eh draußen, beziehungsweise in einer sehr komfortablen Position. Man hat hier ja über 2000 Punkte mitnehmen können. Oder wer jetzt noch drin ist, sogar 2400 Punkte. Beim Nikkei-Index liegt man, nachdem man hier verkauft hat, bei rund 700 Punkten, liegt man jetzt bei 820 Punkten, wer dort eingekauft hat, im Plus. Und wie erwähnt, ist ein neues Hoch, zwar noch nicht, oder minimal, eigentlich noch nicht erreicht, beziehungsweise hier eben noch die 200-Tage-Linie, die eben noch hier vielleicht wichtig ist und dann doch nicht hier das Kursziel erreicht wird. Also hier, habe ich schon gestern erwähnt, setze ich nicht unbedingt auf den kompletten Anstieg. Was, bevor wir jetzt zum DAX kommen, das ist hier wirklich für mich jetzt auch selber interessant noch zu sehen, ob jetzt hier wirklich diese Trendlinie bei der Heidelberg Zement dann wirklich als Widerstand dient. Ich habe hier vorher eben auch kurz geschaut, in den Jahren gab es ja auch einige Hochs, die wurden jetzt hier in den letzten Tagen ja überhaupt nicht berücksichtigt, war auch dann von der Prognose her überhaupt nicht eingezeichnet, diese Widerstandslinien. Ja. Die einzige, die eben hier eingezeichnet war, war eben hier bei 78,50 und das Kursziel eben leicht darunter. Also hier ein Ausbruch über diese Linie wäre wirklich überraschend, aber natürlich auch nicht unmöglich, nachdem man jetzt hier wirklich die Aktie hier alles rausgenommen hat. Beim DAX zunächst einmal hier der 1-Stunden-Chart bzw. auch 4-Stunden-Chart auf Xetra-Basis am Wochenende erstellt, und wie man sieht, habe ich jetzt hier eigentlich überhaupt keine oberen Linien erstmal drinnen, weil ich nicht an höhere Kursziele erstmal gedacht habe. Es war ja auch hier dann, der DAX hat jetzt 400 Punkte zulegen können oder knapp 400 Punkte zulegen können, was natürlich hier erwähnenswert wäre jetzt hier 10.840 bis 10.860. Also in diesem Bereich die 10.860 dürfte wahrscheinlich wieder jeder dann auf dem Radar haben. Am Wochenende werde ich noch mich genauer dann mit dem DAX befassen, wo irgendwelche Linien sein könnten, also Widerstände oder Unterstützungen. Aber bislang habe ich ja vorher auch noch ein anderes Bild, aber diesmal halt in der Indikation erstellt. Das ist jetzt hier wie der Future wird hier jetzt abgebildet bei der Indikation von der Commerzbank. Die JFD-Indikation ist eine 24-Stunden-Indikation, deswegen weil ich eher auf den Future achte noch, habe ich jetzt eben diese genommen. Das ist der einzige Grund, weil die halt nicht 24 Stunden durchläuft, sondern nur eben auch wie der Future von 8 bis 22 Uhr. Und das sind eben die Linien, die EMAs ähnlicher. Also hier ist eben rund bei 10.700 Punkten eine Unterstützung.
Wenn die jetzt hier bricht, man kann jetzt hier auch ja nur eine Trendlinie einzeichnen, die wäre jetzt hier schon gebrochen. Ja, wäre jetzt wirklich sehr spekulativ unterwegs. Man sieht ja hier, wie oft der an der Marke jetzt angekommen ist. Ja, 10.740, also ein Stunden-Close oder beziehungsweise ja auch ein halb, 30 Minuten Close über dieser Marke wäre natürlich dann Ausstiegssignal für Shorts. Wenn die jetzt hier nochmal temporär angelaufen wird, ja auch noch ein Stück drüber, wäre das noch nicht kein neues Kaufsignal, beziehungsweise auch kein, ja, sag ich mal, eher ja, sinnvoller Stopp, den hier zu platzieren, wenn man ja dann vielleicht eben dann auch unglücklich ausgestoppt wird. Also wenn dann hier Stops auf irgendwelcher Stundenschlussbasis oder 30-Minuten-Basis liegen, wäre für mich sinnvoller. Allerdings erst unter 10.615 dürfte wirklich die richtige Schwäche reinkommen. Hier mit dem Bruch, ja, ich meine, so eine Seitwärtsbewegung, ja, kann man sicherlich auch in den unteren Zeitebenen handeln. Aber wie auch schon gestern und so, ist ja nach dem Kursziel erreichen, habe ich jetzt keine weiteren Marke. Und das, was ich vorher jetzt genannt habe, wäre wirklich auch nur im Extremfall, beziehungsweise halt ein Stunden-Close oder auch wirklich noch eine, dass hier die Bären reingelockt werden und dann einen schnellen Konter nochmal von den Bullen, dann werden das die Kursziele aktiviert. Ja. Zum Forex-Markt fangen wir erst beim Gold an. Der ist hier unten jetzt durchgebrochen. Dieses lilafarbene hat er ja gestern hier ideal abgearbeitet. Kann man jetzt löschen. Was jetzt hier wichtig ist, ist jetzt hier die Marke von 1345. Geht die wieder darüber, dürfte es hier einfach nur eine Korrektur sein. Bleibt jetzt Gold unten, kann man immer noch unterhalb, also von 1345 etwa. Dann dürfte man immer noch hier unten auf so ein Kurs, auf so eine Korrektur oder Kursziel hoffen. Beim australischen Dollar, kanadischen Dollar, wie man hier sieht, der Widerstandsbereich ist jetzt hier ja, ideal angelaufen worden. 1, 2, 3 Kerzen im 4-Stunden-Chart signalisieren hier die ja, ersten Käufe oder Unterstützungskäufe. Also der Markt will hier definitiv erstmal noch halten oder Halt finden. Den Stopp würde ich jetzt noch nicht eigentlich nach oben setzen. Allerdings ideal wäre es natürlich, wenn dieses Level jetzt nicht mehr unterschritten wird und es dann sofort diese Bewegung hier startet mit einer ersten, ja, wirklichen Hürde, die dürfte dann eben hier liegen wieder. Beim australischen Dollar, japanischen Yen war ja gestern schon angesprochen, dass hier wirklich nur ganz knapp erreicht wurde. Als die Besprechung war, stand der Kurs dann hier knapp. Wie gesagt, da hätte man auch wieder theoretisch rausgehen können. Ist natürlich jetzt nicht komplett auf der Kippe, aber sieht natürlich erstmal unschön aus. Deswegen ja, bleibe ich natürlich hier bei dem Szenario noch, aber wäre jetzt höchstwahrscheinlich schöner oder wer noch nicht investiert ist, dann eher die Marke auf hier oben zu legen und dann mit dem Bruch des Hochs sollte es dann wirklich Kaufdynamik aufkommen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche allen schon mal ein schönes Wochenende. Wie gesagt, am Nachmittag werde ich nicht anwesend sein. Ich werde erst am späten Nachmittag dann wieder ein Update liefern können. Also bis 11 Uhr bin ich da und dann dürfte ich weg sein. Bis dann.